Tiere in Not sind, wenn keiner hilft, dann tritt Rika Lenz auf den Plan. Sie ist Tierschutzinspektorin aus Leidenschaft. Ronny! Ronny! Komm, wir gehen arbeiten. Komm, ehrenamtlich. Komm, einstellen. Es ist 9 Uhr. Heute darf Ronny sein Frauchen bei der Arbeit begleiten. In Rika Lenz' Büro im Berliner Tierheim ist ein Hinweis eingegangen. Eine Frau soll ihre beiden Hunde vernachlässigen. Die Hunde sollen sehr verhungert sein, also sehr abgemagert sein, kaum was zu fressen und zu trinken bekommen. Und ich möchte jetzt mal überprüfen, was da dran ist, ob das stimmt. Und werde natürlich mit der Frau, wenn es so ist, ein paar Wörtchen reden und versuchen, die Tierhaltung zu verbessern. Hier soll die Frau mit ihren beiden Kindern leben. Die Tierschutzinspektorin klingelt. Nichts. Doch bei der Nachbarin hat sie Glück. Nicht erschrecken. Ich bin Frau Lenz, Tierschutzverein. Wir wollen aber nicht zu Ihnen. Mein Name ist Lenz, Tierschutzverein Berlin. Seien Sie mal so lieb und machen mir mal bitte auf. Ich möchte mal mit Ihnen sprechen. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Die Frau öffnet. Frau, ja. Irgendjemand hat Sie bei uns angeschissen. Weil? Wegen Ihrer Hunde. Ich habe ja nur noch einen. Sie haben nur noch einen? Ja, wegen Ihrem Husky. Und mir geklaut. Ja, mein Husky, den habe ich schon gar nicht mehr. Ein Hund ist also schon weg. Der Fall wird etwas kurios. Bleibt noch die englische Bulldogge, die allerdings fürchtet sich vor dem Kameramann. Servus. Servus. Oh, echt, ja? Von Männern? Ja. Warum das? Der hat ganz schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Der wurde geschlagen. Ehrlich jetzt? Und deswegen hat er Panik. Von jemandem, von Ihr Freund oder was? Oder? Nein, nee. Von den noch von davor. Also ach, ich habe den übernommen. Rufus? Vier. Vier ist er, okay. Rika schaut erstmal ohne Kamera nach Rufus. Offenbar ist seine Besitzerin überfordert. In der Wohnung ist es unordentlich und es riecht nach Urin. Der Katzenbaum ist völlig verdreckt. Hier leben auch noch zwei kleine Kinder. Rufus ist immer noch nervös. Obwohl er sehr mager ist, frisst er laut Besitzerin ganz normal. Oh, doch, der ist ganz schön. Ja, wenn er jetzt so steht, sieht man richtig, ja, wie eingefallen der hinten, hinten ist. Genau. Das ist schon wirklich sehr derb. Hat der Wasser hier irgendwo? Da, wo jetzt der Ball drin ist. Nur dadurch, dass ich hier gerade am... Ja, Sie müssen für Ihren Hund immer Wasser stehen haben. Bei jeder Hund. Also wenn wir Durst haben, gehen wir auch an den Kühlschrank und trinken. Erst jetzt bekommt Rufus eine Schüssel mit Wasser. Und der Hund trinkt und trinkt. Angeblich ist das immer so. Wenn Sie schon wissen, dass er viel trinkt, dann geben Sie ihm auch erstmal Wasser. Und wenn der viel trinkt und in so einem Zustand ist, müssen Sie mal seine Zuckerwerte untersuchen lassen. Nichts ist schlimmer als Durst und der hat mehr als Durst, der Hund hier. Der Kleine. Die Frau verspricht, mit ihrem Hund zum Tierarzt zu gehen. Rika Lenz wird wiederkommen, um das zu kontrollieren. Denn hier scheint ihr so einiges im Argen zu liegen. Die Berlinerin macht ihren Job seit 6 Jahren. Immer wieder hat sie es mit vernachlässigten und gequälten Tieren zu tun. Trotzdem bewahrt sie meist Ruhe, auch wenn es in ihr brodelt. Also sauer kann ich in Situationen werden, wo der Mensch eigentlich doch mehr an sich denkt, wo ihm das Elend seiner Tiere egal ist. Es gibt Menschen, die stellen sich hin und sagen, das ist meine Sache, das sind meine Tiere, da mache ich, was ich will. Doch bei ihrem nächsten Auftrag hat sie es zum Glück mit Tierliebhabern zu tun. Mit. Dieser Mann hat eine abgemagerte Katze gesichtet. Nun soll Rika Lenz sie einfangen. Und dann hat sie sich hier so verkrochen. Ja. Dann haben wir eigentlich gedacht, nach dem Anruf, dass sie noch hier drinnen sitzt. Ja. Aber leider war nichts. Mietz. Bei dem Gebüsch keine Chance. Aber Katzenspürhund Ronny wartet schon auf seinen Einsatz. Den werde ich jetzt mal holen und wir gucken mal, wenn er hier so ein bisschen rumschnuffelt, ob die Katze vielleicht, falls sie hier sitzt, rauskommt. So, such mal die Miezekatze, such. Mal gucken. Das ist ein Hobbysportler. Moni, such die Miezekatze. Such die Miezekatze. Nee, komm mal hier, das sind nur die Häschen. Komm hier. Die Häschen wollen wir nicht. Oh, da ist sie nicht, nein. Ronny, such die Miezekatze. Ronny, such. So, wo ist die Mulle? Wo ist die Mulle? Nach 30 Minuten muss sogar Ronny aufgeben. Seine Mühe wird trotzdem belohnt. Sprich? Fein, gut.
Also er sagt noch Wow und dann kriegt er trotzdem fürs Wow ein Miau. So. Okay, alles klar. Ja? Also ich wünsche ihm was. Ne? Tschüss. Tschüss.